Und gerade das mit den Pfeilen ablocken. Also im Prinzip schießt ihr den Pfeil in irgendeine andere Richtung, ne, dass er gegen die Wand dotzt. Und dorthin folgen dann die Gegner, weil sie das Geräusch wahrgenommen haben. Das ist zum Beispiel ein guter Weg, um Leute auf irgendwas aufmerksam zu machen.